So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Und zwar habe ich ja in vielen Gerichten, die ich immer so vorstelle, zeige ich, wenn ich die getestet habe am Ende, dass ich mir da immer so Mad Dog Soße drauf mache, die immer dazu probiere. Mit der habe ich richtig schlechte Erfahrungen gehabt. Nicht geschmacklich, aber gesundheitstechnisch, ne? Hatte mir damals, als ich die das erste Mal getestet habe, ja so Hotdogs gemacht, habe die da drauf gepackt, habe dann mal einen ganzen Löffel auch so probiert. Dann steht überall, dass man die nicht unverdünnt zu sich nehmen soll. Das ist zum Würzen von großen Gerichten. Wenn irgendwo in der Kantine ein riesen Suppentopf gemacht wird, dann knallen die da Mad Dog rein und dann verteilen sie es an die Grundschüler und alle sterben. Das ist Mad Dog. Ein Tropfen reicht, um so einen großen Suppentopf zu schärfen. Und du haust dir das da löffelweise rein und wunderst dich, wieso du dann mit Magenschmerzen, Magenkrämpfen da gelegen hast und dachtest, du stirbst, sodass du sogar einen Stream absagen musstest, was ja sonst nie der Fall ist. Jetzt mache ich das immer irgendwo mal dran und teste dann, gerade wenn ich andere verschiedene Chili-Soßen teste, und habe mir gedacht, die muss ja irgendwann auch mal leer werden. Gerade jetzt, wo der Timo mir einen ganzen Eimer mitgebracht hat mit anderen Mad Dog-Soßen, die alle hier hinter mir stehen. Da sind ja auch etliche dabei, ne? Da habt ihr ja jetzt hier auch diese Ghost Pepper Hot Sauce. Ihr habt diese Mad Dog Liquid Fire. Ihr habt die Scorpion 357 Mad Dog. Ihr habt die normale Mad Dog, die der Zangl auch hatte. Das, die ich jetzt habe, ist ja die Silber Edition aus 6 Millionen Scoville Extrakt. Und dann gibt es aber hier noch die Gold Edition mit der goldenen Patrone zum 25. Jubiläum. Die ist natürlich noch schärfer. Die goldene ist noch schärfer als die silberne. Bevor ich das aber alles mal teste und den großen Mad Dog Test mache, habe ich gedacht, muss ich die irgendwie mal leer machen. Was habe ich mir geholt? Nuggets! Denn was habe ich immer getestet? Die ganzen Chili-Soßen habe ich mit Nuggets getestet. Das finde ich toll. Einfach so eine kleine Packung hier warm gemacht, überall mal ein Tröpfchen drauf, dann die verschiedenen Chili-Soßen durchgetestet mit den Nuggets. Ist als Tasting so immer richtig gut gekommen. Jetzt habe ich in letzter Zeit immer Mad Dog Soße mit den Nuggets gegessen. Aber nicht alle, denn das wäre zu heftig, mit Sriracha ein bisschen kombiniert. Und möchte euch jetzt mal zeigen, wie ich mir das in letzter Zeit zurecht mache, wenn ich abends da sitze und sage, boah, ich habe noch Hunger auf was Kleines, was könnte ich jetzt noch schnell essen? Eine Packung Nuggets am Start, die sind übrigens aus dem Rewe von Ableben. Die finde ich am besten, ich weiß nicht, geht mal weg mit diesen Tiefkühl-Nuggets oder dem anderen Zeugs. Die sind gut, das ist nichts Besonderes, aber kannst du einfach so schnell essen, Adi-Schatten. So, wir hauen das mal kurz in die Mikrowelle und dann zeigen euch mal, wie wir das immer anrichten. Wie ich das immer anrichte. So, die Nuggets sind jetzt fertig, sind aufgewärmt, befinden sich jetzt hier auf diesem Teller. Und jetzt haben die schon eine Formation angenommen, und zwar in der Mitte befinden sich 4 Stück. Angeordnet, alle anderen im Kreis drumherum. Das hat den besonderen Zweck. Ich habe mir dann immer gedacht, die schmecken ja gut mit der Mad Dog Soße, aber die sind trotzdem irgendwie, wenn du die alle nur mit Mad Dog isst, ist das zu scharf. Ich habe mir jetzt das immer so genommen. Ich habe 4 Stück mit Mad Dog Soße beträufelt. Das wollen wir jetzt mal hier machen. Machen 4 Tropfen. Na, am besten dauert es immer ein bisschen. So. 1. Auf das zweite daneben. Auf das dritte. Und auf das vierte. 4 Tropfen Mad Dog Soße, obwohl ein Tropfen schon für alle Nuggets auf dem Teller reichen würde. 4 Tropfen Mad Dog Soße. Dann habe ich mir immer die Sriracha Soße genommen. Ist jetzt nicht mehr viel drin. Hab die umliegenden alle mit Sriracha Soße bestrichen. Da kann man einfach hier so drüber fahren. So, das sieht das auch wunderbar aus. Hat nochmal so eine Chili-Note drumherum. So habe ich das dann immer gegessen mit einer Gabel. Immer ein Mad Dog Nugget plus 2 andere direkt zueinander, dass sich das alles vermischt.
Und dann habe ich gesehen, es geht nicht ganz auf. Manchmal kannst du 3 Nuggets zu einem Mad Dog Nugget essen und manchmal kannst du 2 Nuggets zu einem Mad Dog Nugget essen. Und Pupsi hatte mal von Tomi diese Creme-Remoulade übrig. Und die Creme-Remoulade ist sehr cremig, hat auch irgendwie einen interessanten, guten Geschmack. Und wir werden jetzt einfach 2 Stück noch zusätzlich mit Creme-Remoulade da ein Häufchen draufsetzen. Oh, das ist wirklich ein Häufchen. So, 2 Häufchen Creme-Remoulade. Denn jetzt habe ich immer 2-2-2-2 nur mit der Sriracha-Soße. Und es bleibt ein drittes übrig, wo Sriracha und Creme-Remoulade drauf ist. Das heißt, ihr könnt... Was rede ich eigentlich? Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man das isst, wie ich das esse. Ich zeige euch nochmal, wie das so aussieht. Das sind jetzt also die Mad Dog Nuggets. Einfach nur wieder widerlicher Fraß. 2 Stück mit Creme-Remoulade. Alle mit Sriracha, außer die 4 in der Mitte. Und die haben ja Mad Dog Soße. Wir probieren jetzt mal ein Nugget mit Mad Dog Soße in der Mitte. Unglaublich guter Geschmack. Aber das zieht auch direkt in die Nase, in den Rachen, an den Gaumen, an die Zähne, an die Zunge, überall. Deswegen isst man normalerweise 2 von den Sriracha dazu. Die im Gegensatz dazu jetzt total mild wirken. Trotzdem aber einen guten Geschmack aufweisen. Ich mag einfach diese Nuggets. Und jetzt könnte ich nochmal einen Mad Dog Nugget plus 2 Sriracha nehmen. Dann bleibt aber ein Nugget übrig aus der ersten Hälfte. Also habe ich einen dann noch mit dieser Creme. Jetzt habe ich mir also den Mad Dog. Zwei Sriracha. Und einmal Remoulade. Das ist so eine tolle Geschmacksvielfalt. Ich wusste gar nicht, dass es so gute Creme-Remoulade gibt. Vergesst alle andere Remoulade. Und jetzt ist die Hälfte der Packung im Prinzip schon weg. Wir haben immer noch 2 Mad Dog Nuggets. Wir haben 4 Sriracha Nuggets. Und wir haben noch 1 mit Remoulade. Wir können also wieder ein Mad Dog Nugget und 2 Sriracha essen. Und dann ein Mad Dog Nugget, 2 Sriracha und ein Creme Remoulade zum Abschluss. Was nochmal irgendwie ein frisches Feeling, einen frischen Geschmack, nochmal eine besondere Note hinten ran gibt. Das ist übelst die Geschmacksvielfalt. Ich esse das richtig gern so, auch wenn es bestimmt nicht gesund ist. Trotzdem als kleine Mahlzeit zwischendurch, wenn man gerade nichts anderes hat. Also nochmal Mad Dog. Sriracha. Die ganzen Lippen brennen schon und tun einfach nur weh von der Mad Dog Soße. Jetzt haben wir genau noch einmal Mad Dog, 2 Sriracha, 1 Remoulade. Und schon haben wir die ganze Packung Nuggets verspeist, ohne irgendwas anderes dazu noch. Einfach nur ein paar Soßen und vor allem die Mad Dog Soße, die trotzdem den Hauptbestandteil ausmacht, geschmacklich und auch schärfetechnisch. Und
Das esse ich in letzter Zeit total gern, total oft. Hab danach auch richtig Hitze, muss ich sagen. Habt ihr das auch schon mal probiert? Wollt ihr das auch mal probieren? Vergesst hier irgendwelche richtig hochkarätigen Mahlzeiten und irgendwas. Das sind Lifehacks, ne? Schön Mad Dog Nuggets, ne? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ah, alles tut weh, alles tut weh. Mad Dog.